Herr Präsident, meine Damen und Herren, Berlin sagt Nein zu Gewalt an Frauen. Das sind nicht nur Worte. Wir in Berlin zeigten seit mehreren Jahren Flagge. Der 25. November ist der internationale Tag Nein zu Gewalt an Frauen. Seit 5 Jahren hissen wir vor dem Berliner Abgeordnetenhaus die Fahne Frei Leben ohne Gewalt. Dies geht auf eine Initiative meiner Fraktion Die Linke und der überparteilichen Fraueninitiative zurück. Auch dieses Jahr hisste unser Präsident Herr Wieland zusammen mit der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes diese Fahne. Und ich möchte Ihnen, Herr Wieland, herzlich dafür danken, dass Sie sich dieser wichtigen symbolischen Initiative angenommen haben. Vielen Dank. Es ist wichtig, dass eine solche Initiative nicht nur auf einen Tag beschränkt wird, sondern zu einer ernsthaften Politik der Bekämpfung von Gewalt an Frauen wird. Wir haben deswegen heute das Thema Situation von Flüchtlingen eigentlich für die Aktuelle Stunde vorgeschlagen. Es betrifft insbesondere Frauen, die vor der sexuellen Versklavung und Gewalt fliehen mussten. Ich rede hier von Frauen, die insbesondere aus Syrien und dem Irak vor der Terrormiliz IS flohen. Die SPD-CDU-Koalition hingegen hat nichts Besseres zu tun, als einen Schaufensterantrag vorzuschieben und darin Prüfaufträge zu formulieren. Hier soll von einer Politik des Nichtstun abgelenkt werden, meine Damen und Herren. Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie und Frauen werden mehr als die Hälfte aller Frauen mindestens einmal sexuell belästigt. Aber auch sexistische Werbung ist ein Teil des Problems. Sie ist ein Angriff auf die Würde der Frauen. Deswegen legte Terre des Femmes in diesem Jahr den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf sexistische Werbung. Sie findet sich überall, selbstverständlich auch hier in Berlin. Terre des Femmes verlieh in diesem Jahr den zornigen Kaktus, den ersten Preis für frauenfeindliche Werbung an die Handballprofis Füchse Berlin. Auf der Werbung sehen wir spärlich bekleidete Frauen wie Hühner auf einer Stange. Ein Handballfuchs leckt sich das Maul. Hier ist unser Revier, heißt es darunter. Frauen als sexuelle Beute und Trophäe. Das Land Berlin fördert den Verein. Der SPD-CDU-Senat ist in der Verantwortung, hier meines Erachtens etwas zu tun. Aber tut wieder einmal nichts. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass es der SPD-CDU-Senat nicht ernst meint mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Die regierende Koalition war nicht bereit, unseren Antrag für sexuelle Selbstbestimmung gegen die radikalen Abtreibungsgegner und ihren sogenannten Marsch fürs Leben zu unterstützen. Die Kollegin Frau Cibora von der SPD hat das damit begründet, dass sie die pauschale Verurteilung der sogenannten Lebensschützer störe. Was heißt hier pauschale Verurteilung? Die Initiatoren haben klare Aussagen gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen gemacht. Sie fordern ein Europa ohne Abtreibung und sprechen von Euthanasie und Holocaust. Und da müssten eigentlich bei allen Alarmglocken läuten, aber nichts bei Ihnen, Frau Cibora. Die fadenscheinige Begründung widerspricht jedem Grundprinzip des sozialdemokratischen Feminismus. Das muss man auch hier feststellen. Frau Cibora, ich bin immer noch fassungslos, wie Sie so eine Position vertreten haben. Ein wichtiger Aspekt im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Frauen ist die Stärkung einer Infrastruktur von Frauenhäusern und Antigewaltprojekten. Die SPD-CDU-Koalition hat sich dabei nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Etwa sind die Antigewaltprojekte nach wie vor chronisch unterfinanziert. Auch ist die Verweildauer, wurde ja angesprochen, von Opfern häuslicher Gewalt in den Frauenhäusern gestiegen. Vor allem, weil bezahlbarer Wohnraum schwer zu finden ist. Das führte dazu, dass diese überfüllte
überfüllt sind und Opfer von Gewalt nun in Frauenhäuser nach Rathenau verwiesen werden. Nicht wenige dieser Frauen haben einen Migrationshintergrund. Bitte, wie sollen sie sich in den brandenburgischen Kleinstädten zurechtfinden? Sie haben hier in Berlin ihre sozialen Netzwerke. Ein weiteres Beispiel, meine Damen und Herren. Das Krisenberatungszentrum Lara wurde hier auch schon erwähnt. Ist das einzige seiner Art in Berlin. Lara berät und begleitet Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Mit nicht einmal 5 Vollzeitstellen und einem gedeckten Budget von der Senatsverwaltung für Frauen ist dieses Beratungszentrum an die Grenzen ihrer Kapazität gekommen. Für Berlin, als Hauptstadt, glaube ich, ist das schon ein Armutszeugnis, zumal die Zahl der sexuellen Übergriffe stetig steigt. Und das weiß auch die Frauensenatorin, und da würde ich Sie auffordern, diese Stelle, die noch offen ist, hier zu gewähren. Denn Sie machen wirklich eine gute Arbeit. Meine Damen und Herren von der Koalition, wieso setzen Sie sich nicht konkret im Land Berlin dafür ein, dass es mehr Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt gibt? Und wie gesagt, Lara bräuchte dringend weitere Vollzeitstelle. Aber nein, Sie stellen Schaufensterprüfanträge, die vor allem auf die Bundesebene zielen, aber mit der Realität in unserer Stadt kaum etwas zu tun haben. Und wer soll aus dieser Regierung bitte schön schlau werden, meine Damen und Herren? Unseren dringlichen Antrag sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Wir haben das auch Ihnen gesagt und hier auch besprochen. Und Sie haben den in den Ausschuss überwiesen und damit überflüssig gemacht. Und nun stellen Sie hier einen dringlichen Antrag. Zunächst wollten Sie hier sofort abstimmen, aber ich bin froh, dass Sie das noch mal überlegt haben, dass wir hier diesen Antrag auch noch mal im Ausschuss gründlich besprechen, weil es Gesetze betrifft, die auf Bundesebene gerade novelliert bzw. geprüft werden. Und ich möchte noch mal aus dieser Sammlung von Prüfaufträgen nur einen einzigen Punkt herausgreifen zum Schluss und darlegen, wie Sie sozusagen mit konkreten Anträgen umgehen. Der Senat wird in Ihrem Antrag aufgefordert, zu ermitteln. Diesmal nicht prüfen, sondern ermitteln. Also, das ist schon mal etwas. Ob das Land Berlin praktisch Schutz der Opfer ergreifen muss, um die Täter nach dem Paragraphen 177 des Strafgesetzbuches verfolgen zu können. Im Antrag der Regierungskoalition bleibt jedoch die Problematik des Paragraphen 177 des Strafgesetzes völlig unbenannt. In der Begründung wird zwar auf die Lückenhaftigkeit des Paragraphes, nur lediglich in der Begründung möchte ich Sie noch mal hinweisen, wird darauf verwiesen, allerdings dies im Antrag überhaupt nicht angeführt oder kritisiert. Ich finde, das ist absurd und mehr kann man dazu nicht sagen. Und Juristinnen fordern ja schon längst den Paragraphen 177 des Strafgesetzbuches, der die Strafbarkeit nicht einvernehmlicher sexueller Handlung regelt, zu novellieren. Aber auch, wie meine Kollegin Kochbinger das gesagt hat, der Paragraph 179 des Strafgesetzes muss unbedingt geändert werden. Denn nach diesen Paragraphen wird ein Täter geringer bestraft, wenn er eine Frau mit Behinderung vergewaltigt. Das ist ein Freibrief für die Vergewaltigung von Frauen mit Behinderung. Ich finde das, dass es ein Skandal ist, meine Damen und Herren. Und Ihr Antrag von der Koalition nimmt darauf keinen Bezug. Und das wiederum finde ich auch ein Skandal, muss man auch noch mal hier feststellen. Und zum Schluss einige Worte zu unserem Antrag, die anonyme Anzeigen, unabhängige Spurensicherung in Berlin einzuführen. Ich finde, dieser Antrag ist längst überfällig, weil dies in den meisten Bundesländern bereits Praxis ist, nur eben halt nicht in Berlin. Die Anzeigebereitschaft von den Opfern sexueller Gewalt ist aufgrund Traumatisierung sehr gering. Im Falle einer späteren Anzeige kann jedoch auf gerichtsfeste Spurensicherung nicht mehr zurückgegriffen werden, wodurch Täter oft straffrei bleiben. Wenn eine anzeigenunabhängige Spurensicherung vorgenommen würde, stiegen die Chancen enorm,
Täter auch bei einer späteren Anzeige hier zu bestrafen. Ich bitte Sie darum, unseren Antrag, wenn es auch in den Ausschuss überwiesen wird, zu unterstützen und so den Opfern von sexueller Gewalt zu helfen und die Täter zu bestrafen. Denn genau die anonyme anzeigenunabhängige Spurensicherung ist ein wichtiger Bestandteil des strafrechtlichen Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, wie Sie das in Ihrem Antrag übrigens auch fordern. Vielen Dank.